Für mich gibt es nichts Schöneres, als kurz vor Weihnachten die Krippe aufzubauen. Ob hier in der Kirche oder bei uns zu Hause. Und ich erinnere mich gerne an die Zeit, als unsere Kinder noch klein waren und das Aufbauen der Weihnachtskrippe sozusagen der Höhepunkt der Weihnachtsvorbereitungen war. Beim Stellen der Figuren hatte so jedes Kind seine eigenen Vorstellungen. Und in der Priorität standen ganz klar die verschiedenen Tiere. Schafe und Ziegen, Ochs und Esel, Hühner und Hunde, Kamele und Pferde und sogar ein Wildschwein. Alle Tiere hatten und haben heute noch einen festen Platz und fanden diesen mit großer Sorgfalt. Dabei haben die gerade genannten Tiere in unserer Sprache nicht den besten Ruf. Zu jedem Tier gibt es ein entsprechendes Attribut und das damit dann zum Schimpfwort geworden ist. Auch die Schafe kommen eigentlich gar nicht gut weg. Sie gelten als einfältig, blöd, sie laufen einfach hinterher, sie sind verträumt und dumm. Die Figur, die ich heute beschreibe, hinterlässt aber eher das Gefühl der Geborgenheit, der Nähe, der Vertrautheit und der Sorge füreinander. Zwei Schafe und zwei Lämmer liegen eng beieinander und wärmen sich. Sie gehören zusammen und werden Zeugen dessen, was sich dort im Stall ereignet. Eines der beiden kleinen Schafe war müde. Müde von einem langen Tag auf der Weide. Von morgens bis abends Gras fressen, mit den großen Schafen umherziehen und wieder fressen. Das ist ganz schön anstrengend. Zumal das kleine Schaf viel, viel kürzere Beine als die anderen hatte. Zufrieden kuschelte es sich an seine Mutter, trank noch einen Schluck warme Milch und döste langsam ein. Es dauerte gar nicht lange, da streckte es auf einmal hoch. Auch seine Mutter stand kerzengerade im Gras. Das kleine Schaf hatte große Mühe, die Augen zu öffnen. Sie waren von einem so hellen Licht umgeben, dass sie es nur ganz langsam schafften, sich an die Helligkeit zu gewöhnen. Das kleine Schaf drängte sich ganz nah an den Bauch seiner Mutter. Dort fühlte es sich geborgen und hatte keine Angst mehr. Auf einmal erklangen schöne Stimmen am Himmel und das kleine Schaf entdeckte wundersame Gestalten, die über der Herde schwebten. Aus den Augenwinkeln heraus sah es, dass die Hirten, die am Lagerfeuer wachten, sich verneigten und ihre Hüte abnahmen. Das kleine Schaf war sich nicht sicher, ob es träumte oder dass alles in Wirklichkeit geschah. Als dann alle Schafe aber auf einmal loszogen und dem hellen Licht hinterherliefen, ahnte es langsam, dass etwas ganz Besonderes geschehen sein musste. Die Gruppe stoppte nach einer Weile, auch das Licht am Himmel bewegte sich nicht mehr. Da das kleine Schaf so kurze Beine hatte, konnte es nicht erkennen, was vorne los war. Kurzerhand stellte es sich auf die Hinterbeine und stützte sich auf dem Rücken seiner Mutter ab. Sie standen vor einem Stall. Enttäuscht stellte es sich wieder auf alle Vierer. Ein Stall? Dafür bin ich jetzt die halbe Nacht durch die Gegend gelaufen? Seine Mutter bekam die Enttäuschung mit. Aber sieh doch da vorne, die Menschen im Stall. Und siehst du nicht das kleine Wesen in der Futterkrippe? Nein, das hatte es nicht gesehen. Seine Mutter stupste das kleine Schaf zaghaft und schob es in Richtung Stall. Langsam wurschelte es sich durch die Schafherde nach vorne. Da es so klein war, ging das ziemlich gut. Ganz unerwartet stand das kleine Schaf plötzlich vor dem Stall. Überall standen Laternen mit warmem Kerzenlicht. Auch dem kleinen Schaf wurde es sofort warm ums Herz und es fühlte sich plötzlich ganz wohl und geborgen. Es schaute in die freundlichen Augen einer Frau. Sie war erschöpft und gleichzeitig glücklich. Ihr kleines Baby schlief in Tücher eingehüllt und zufrieden im weichen Stroh. Das kleine Schaf sah beide erstaunt und zugleich ganz vertraut an. Es zögerte nur einen ganz kleinen Moment. Dann kuschelte es sich ganz eng neben die Frau und legte seinen Kopf in ihren Schoß. Die Frau legte sofort ihren Arm in das kleine Schaf.
Die warme Wolle schien ihr gut zu tun. Und nach ein paar Minuten war das Schaf zufrieden eingeschlafen. Ich schaue diese Figurengruppe an und wünsche ihnen das, was sie uns vermittelt. Geborgenheit, Nähe, Vertrautheit und Sorge füreinander.